Mein Name ist Kascha Kohl. Ich arbeite vor allem abstrakt. Und es geht mir darum, eine Gesamtharmonie herzustellen in einem Bild, was sehr kontrastreich ist. Also es gibt Flächen, die sehr malerisch wirken, die in Ölfarbe ganz pastos dick aufgetragen werden, in schweren Wülsten, sehr langsam wirken, und die werden gegen ganz glatte Flächen gesetzt, die meistens mit Acrylfarbe entstehen oder auch mit Lacken, und diese glatten, fast glänzenden Flächen wirken wiederum sehr abweisend. Dadurch entsteht ein Kontrast zwischen natürlichen, organischen Formen und sehr technischen, künstlichen Formen. Diesen Schwung aus der Malerei versuche ich gerade auch in meine Illustrationen zu übertragen. In den Illustrationen wird es dann auch darstellender. Es gibt sogar figurative Elemente, die aber immer eingefangen sind von einem großen abstrakten Raum. Also es gibt viele Elemente, die sehr, sehr vage sind, und dadurch bewahre ich mir in den Arbeiten so eine Art Freiheit aus der Kunst, die die Illustration irgendwie auflockert. Ich arbeite da vor allem gerade auf Tapeten zu, weil mir diese Wandgestaltung, dieses Großflächige, was auch eben an Malerei erinnert, da sehr gefällt. Thema Mensch und Technik, also was machen wir mit Technik, was macht die Technik mit uns und wo führt das Ganze eigentlich hin?